Swiss Toy Zeit ist E-Games Zeit und die E-Games tue ich und der Niki euch heute zusammen präsentieren, nicht wahr? Ganz genau, wir werden heute euch diverse Stände zeigen. Oh ja, und wenn wir lang quasseln, ich denke es nicht mehr weh, was gesehen? Nämlich E-Games. Und E-Games und da gehen wir zusammen. Komm Niki, komm mit. An dieser Swiss Toy und die Halle ist riesig. Es gibt sehr viel zu sehen und ich und die Niki sind schon zum fünften Mal hier und werden euch ein bisschen durch die Halle führen und zeigen, was es gibt. Niki, auf was bist du am meisten gespannt? Auf das, was es gibt. Das, was es gibt? Wir sind zum Sagen schon einmal durch die ganze Halle gelaufen, haben schon ein bisschen geschaut, was es gibt und wir werden zu jedem Stand und ich etwas dazu sagen, was es zu sehen gibt, was man machen kann. Und ja, wir werden nicht lange reden, Video genießen und los geht's. Also jetzt sind wir da schon bei der Entertainer-Bühne. Wie ihr seht, Hintergrund einer von Riot, ein Programmierer. Und Riot, also Rito. Vielleicht kennt ihr schon, vielleicht kennt ihr ihn nicht. Riot ist Game Designer von League of Legends, ganz berühmt, wo man heute auch Competitive Scene kennt und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene ich Sachen. Ich kenne alles nicht. Du bist schon ein Noob. Und jeder kennt den Spruch Rito, please. Ich nicht. Was heisst der Spruch? Das ist ein Joke, den sie mal gemacht haben, wo sie aggressiv und freizügig waren. Ja. Und dann haben sie sich verschrieben und dann Rito Please geschrieben. Und seitdem sagt jeder Rito Please. Okay. Und was gibt es jetzt gesehen, Niki? Was gibt's jetzt aber er erklärt so ein paar Sachen von Riot. Wir haben jetzt nicht alles mitbekommen, aber er hat einfach erklärt vom Programmieren, wie sie es machen, also dass sie auf Zuschauer eingehen, die etwas einschicken oder auch, dass sie es selber machen. Und er erklärt jetzt einfach mal ein paar Sachen. Ich glaube, sehr Pannen. Ja. Sehr Pannen. Aber es ist gut für das Ende. Merci vielmals. Wir gehen zum nächsten Stopp. Ja. Wir sind jetzt hier am Stand von Medion, an einem Stand, der nicht so auffällt, muss man ganz ehrlich sagen. Und was wird hier gezeigt? Hier wird die ganze Medion-Palette eigentlich aufgezeigt, was sie haben. Und das ist erstens die Computer, die man hier hinten dran sieht, die Gaming-Computer, die jetzt eine neue Serie rausgebracht, die sie auf sehr hochwertige Komponenten Wert legen, wo sie nicht möglichst billige China-Mainboards und sie verbauen, sondern sehr hochwertige Teile wieder reinnehmen. Und das gibt es jetzt schon ein bisschen länger, es gibt seit einem Jahr die hochwertigen Produktionen von den PCs und das heißt jetzt erweitert durch weitere Sachen und das ist zum Beispiel Monitoren, Tastaturen und Mäuse und das kommt in das ganze Sortiment rein und wir werden in Zukunft sehen, was hier Medion rausbringt. Ich freue mich sehr und ich denke, ich werde dann nachher noch ein kleines Interview machen mit dem lieben Kollegen von der Medion, der Chef von Medion Schweiz. Und ja, Niki, was hat dir an dem Stand am meisten gefallen? Was ist das Produkt, das dir am meisten gefällt? Also natürlich PCs, ich bin überrascht gewesen und es war schon gut gewesen, haben wir mit dem Chef können diskutieren schon, dass er erklären konnte, was wir wollen. Das war für uns einmal klar gewesen. Und ich bin sicher überzeugt von der Medion jetzt. Er hat mir das sehr gut erklärt. Medion hat ja so den Ruf, dass sie schlechte Sachen herstellen, günstig, alte Riedel, bla bla bla, nicht gut, aber das ist nicht so. Sie haben die Racer-Linie, die Gaming-Linie, die sie lanciert und damit Leute wie mir und Niki erreichen und wo der mit uns geredet hat, der liebe Chef der Medion, sind wir einfach blaff gewesen. Kaputt, tot und ich freue mich, es wird Ende Dezember ein Bildschirm rauskommen, den werdet ihr auf dem Kanal auch sehen und der Bildschirm, der ist mind-blowing. Und ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Medion ist ein mega, mega, mega gutes Produkt. Also jetzt von der Eraser-Serie, wo auf der Stange und wir bleiben dran, Niki. Das wird die neue PC.
Eventuell. Also, gehen wir schauen, ob wir den lieben Chef von Medion interviewen können. Komm mal mit. Wir sind hier am Stand von der Medion und der gute Herr wird Medion Schweiz-Chef. Genau. Wird uns jetzt zeigen, was hier Medion für ein Line-Up da hat. Zum einen haben wir hier die Eraser Gaming Serie von den PCs und ja, was gibt es zu den PCs zu sagen? Ja, vielen Dank fürs Interesse. Also ich bin der Andi von der Medion. Danke, dass ihr heute bei uns vorbei seid. Du siehst hier gerade, wenn du reinschaust in die Öffnung, wir haben innerhalb des Unternehmens eine Linie kreiert, die speziell im Gamer soll gerecht werden. Was bedeutet das? Nur hochwertige Komponenten sind verbaut. Du siehst hier beispielsweise eine GeForce, ist klar, das muss man haben. Ein Mainboard von einer Gigabyte, sehr, sehr schnelle Speicher von HyperX. Uns ist es wichtig, dass der Gamer richtig Performance hat. Super Sache. Und gibt es da verschiedene Konfigurationen? Oder ist es einfach so, wie man es hier sieht? Was gibt es da? Es ist in der Tat so, die Anforderungen sind ja unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Konfigurationen, sodass wir auch unsere Partner unterschiedlich bedienen können. Mit SSD, ohne SSD, Speicher unterschiedlicher Natur und uns ist ganz, ganz wichtig. Wir glauben an Qualität und Performance, darum geben wir 36 Monate Garantie in der Schweiz. Das ist ja eine richtig feine Sache und die kann man schon überall kaufen, die sind released, oder? Die kann man überall haben. Wo gibt es die so zu kaufen? Bei deinem Händler vom Herzen, beispielsweise alphabetisch C, Brack, Digitec, MediaMarkt und so weiter. Also überall, wo du normal deine Hardware einkaufst, sind die Produkte zu beziehen. Und das muss man also preislich rechnen, von wo fängt es an und bis woher geht es suchen? In der Tat, Leistung hat auch seinen Preis, aber man muss für so eine Konstellation rechnen. Ab 1500 Franken bis auf 4000, das ist etwa das höchste Gefühl. Wir dürfen nicht vergessen, das System hat 3 Jahre Garantie. Wir haben nicht bestimmt, dass die Komponenten eingebaut sind, auch ganze Lichtsysteme. Ich erlaube mir, dem Herrn mal den Ellbogen Licht zu lupfen. Excuse. Wir haben dem Gerät auch spendiert, ein bisschen Licht. Das kannst du verstellen. 7 Farben kannst du damit wählen, kannst es ausschalten. Wir haben dem Gerät einen speziellen Knopf geschenkt. Das sieht ein bisschen aus wie im Flugzeug FA-18. Wenn du hier drauf drückst, du das System übertakten. Läuft also schneller. Wir nennen das Overclocking und es läuft dann pro Kern 400 Hertz schneller. Wow. Hat es glaube ich aber schon in den alten Generationen von den Medion Eraser Produkten gegeben, oder? Ja, das ist korrekt. Wir haben das natürlich verfeinert und weiterentwickelt. Du siehst, es ist einiges mit dazugekommen. Neue Einschübe für Festplatten, vorne Hotswaps. Ich habe jetzt den Kameramann leider weniger gut gesehen. Ich lange ihn jetzt einfach mal vor die Linse. Wir haben hier so einen Rahmen drin, das kann man rausziehen. Wir nennen das Hotswap. Möglicherweise hast du daheim eine bestehende Festplatte oder eine externe, die tust du rein und schon hast du das System eigentlich erweitert. Tipptoppi Sache. Und für den PC zu betreiben, braucht man ja einen Bildschirm, Maus und Tastatur. Kann das Medion noch bieten? Ja, in der Tat. Danke, dass du mich fragst. Das ist richtig. Im Grundlieferumfang von einem Gerät ist immer eine Tastatur mit dabei und eine Maus. Aber es gibt User, die möchten mehr. Die möchten ein reichhaltiges Umfeld und darum gibt es auch Gaming-Tastaturen, Gaming-Mäuse, Rucksäcke und so weiter. Und die jüngsten Kinder, die wir im Portfolio haben, sind Display, du hast es schon erwähnt. Ja. Da gibt es 27,5 und 31,5 Zoll curved. Natürlich mit 144 Hertz, die sich Gamer auch wünschen. Und die Produkte sind verfügbar, so knapp auf Weihnachtszeit. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Was haben wir jetzt da genau für einen Bildschirm, den wir da sehen? Da haben wir jetzt, ich laufe ein bisschen durch, 31,5 Zoll curved. Also das Beste und Schönste, was man von uns haben. Und der hat doch 144 Hertz? Das ist korrekt. Und ja, vorhin schon, als ich mit dir etwas geredet habe, um 500 Franken, ist das möglich, den Bildschirm zu bekommen vor dem Weihnachtsgeschäft? Das ist möglich. Wir haben Taschenrechner, die kleine Margen zulassen. Nein, in der Tat, das Segment wächst. Und da sprechen wir natürlich auch oft Jugendliche an, wo das Budget auch beschränkt ist. Und wir wollen hier einen Invest machen in diesem Bereich. Sehr, sehr sportlich unterwegs sind mit Preisen. Ist es da irgendwelche Bundles geben mit Computer und Monitor oder wo man es immer getrennt behalten? Kann ich im Augenblick noch nicht beurteilen, weil wir das in Absprache mit unseren Partnern machen. Ja. Und die Tastatur ist schon mal Medion drunter? Das ist korrekt, was du hier siehst, das ist ein Mechanical. Die habe ich im Augenblick nicht am Lager verfügbar, aber das schwächste Modell. Aber hier reden wir von einem Preispunkt 49 bis 99 Franken. Mit LED-Beleuchtung, alles TikTok drin. Wow. Ich würde sagen, das ist schon mal eine anständige Ansage von Medion für okay. Euch daheim, die so ein Gerät möchten. Der Tower ist verfügbar mit den verschiedenen Konfigurationen draussen, kann man jetzt schon kaufen. Genau. Und auf Weihnachten kann man dann noch eine optimale Bildschirmlösung dazu kaufen. Genau, du kannst einfach drauf gehen aus unserem Haus. Alles, was sich Eraser nennt, ist gaming-orientiert. Gaming, 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 Gaming. Super. Ich danke vielmals für das Interview. Danke für die Informationen, die wir weitergeben dürfen.
Medion ist nicht nur eine günstige Marke, sondern gibt auch ein super Produkt für Gamer. Dankeschön. Raus. Merci, Mann. Merci. Ciao. Danke. Niki, wo befinden wir uns? Ich bin wohl der beste Stand, den ich mir vorstellen kann. Stimmt nicht, Medion ist besser. Aber zweitbest, wir haben hier den Samsung-Stand. Und das zeigt Samsung hier. Das war nicht ironisch von mir, aber vielleicht. Sie zeigen VR. VR. Ganz, ganz viel. Dann ein Bildschirm oder ein Monitor. Irgendwie. Ein Curved Gaming Monitor, ja. Ja, und das dritte weiß ich nicht. VR. Das Handy. Also das Handy wird noch ein bisschen promotet, aber sie hat, glaube ich, gar keins da. Das ist das hier, Samsung Galaxy S7 und S7 Edge. Aha. Und ja, was ich und die Kamera vorhin dürfen erleben, wir haben eine Tour in diesem bombastischen Teil Dinge können haben. Und was ist da passiert, Niki? Ich weiß es nicht. Niki weiß nicht, was passiert ist. Man ist in der Welt drin und fliegt mit irgendeinem Flugzeug durch und der Stuhl bewegt sich näher wie das Flugzeug. Und es ist ein ziemlich interessantes Gefühl, mal so in einem Simulator, kann man sagen, innen zu sein und es zu erleben. Ich muss aber sagen, die Erwartung hat es nicht ganz erfüllt. Es war irgendwie nicht so flüssig miteinander innen gewesen und ja, aber es ist ein hure geiles Erlebnis-Team. Meine Brille hat es ziemlich reingedrückt und dann auch ziemlich komisch ausgesehen. Aber es war eine interessante Erfahrung gewesen und eben, das ist ja das VR-Zeug, wo das Handy kannst nehmen, die Samsung-Handy, die VR-Box von Samsung rein tun und dann kannst du VR-Erlebnis im günstigen Stil erleben. Ew. Und das war es. Die haben den Curve-Monitor erwähnt. Es gibt auch einen Gaming-Monitor. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar Shots von dem. Das ist ein interessantes Ding. Aber nicht für mich. Warum? Weil du Medion liebst. Weil ich Medion liebe und ein Medion-Bildschirm wieder kaufen. Gut, das war mit dem Stang von Samsung. Und wir gehen weiter. So, ich und Niki sind jetzt am Stang von PlayStation oder kurz davor. Was gibt es da für Spiele, Niki? FIFA 17. Na, ganz natürlich, wie jedes Jahr das FIFA. Ich kann mir denken, vielleicht ohne das NHL. Nein, es gibt das NHL. Das NHL 17, auf der anderen Seite. Ja, das ist und, ich glaube, hinter mir weiss nicht, ob man es sieht, das Dragon Ball Xenoverse 2. Drei Spiele und ich glaube, alles ist schon draussen. Also das auf jeden Fall. FIFA ist draussen? Ja, Dings, glaube ich, auch, der NHL. Ich weiss nicht, aber FIFA ist sicher draussen. Das Dragon Ball Xenoverse, das ist sowieso nicht, also mehr nicht, die. Nein. Um was geht es? Es ist so ein Fight-Spiel, um einen so auf die Birne holt. Man holt doch auf die Birne mit Dragon Ball Charakter, ganz einfach. Okay, das ist nichts für mich. Sportspiele sind so lame und das FIFA-Zeug ist so gegen das Gleiche. Also ich muss so ganz ehrlich sagen, dass der PlayStation-Stand enorm verkleinert ist worden zu letztes Jahr. Zuletzt hatte man noch so einen Truck gehabt und ganz viel mehr Stations. Ich glaube, Station ist etwa halb so gross. Du darfst nicht gegen mit mir reden, du verstehst mich nicht. Alles klar. Nein, ich glaube sogar letztes Jahr war PlayStation der grösste Stand hier gewesen. Das stimmt allerdings. Heute ist der grösste Stand. Ja. Ist das der grösste Stand? Ja, ist aber der grösste Stand. Ja, aber was ist heute der grösste Stand oder das weißt du? Ich glaube, es ist nicht einmal ein Stand. Es sind Bühnen, die extrem gross sind. Weil es ist von Grösse her, sind Bühnen eigentlich am grössten. Das stimmt, ja, aber es hat auch ganz viele kleine Stänge, die viel besser sind als die ganz grossen von früher. Wollen wir dann noch sehen. Also gibt es zu PlayStation im Schluss eigentlich nicht zu viel sagen, nur dass sie drei Spiele da haben und nicht wirklich interessant für uns sind. Dann gehen wir weiter. Jo. Weiter geht's. So, wir sind jetzt hier am Stand von Nintendo Schweiz, Niki. Ja. Von Nintendo Schweiz und was gibt es für Spiele hier? Ja, altbewährt aber Metroid gibt es, dann gibt es Legend of Zelda. Nein, Legend of Zelda ist nicht vorbereitet. Aber ich sehe aber Metroid haben sie, Dragon Quest, einfach so ein bisschen etwas, was sie schon früher gemacht haben, die sie heute wieder einfach neu zeigen. Ja. Also sie haben Mario Kart Maker, wie heisst es? Super Mario Maker ist Super Mario Maker, aber das ist schon länger her. Ja genau, und die Klassiker, die jetzt schon lange auf dem Markt sind von der Nintendo, kann man hier spielen. Wenn man vielleicht heute einen kleinen Schwenker rüber machen kann, sieht man, dass die Bildschirme hier alle schwarz sind. Man kann also nicht viel machen hier, irgendwie durch mich. Und man durch doch den ganzen Stang, wenn dort die Seite von der Tutsia ist nicht wahnsinnig gross. Es ist kleiner geworden und es gibt nicht wahnsinnig viel zu sehen. Man kann zwar die alten Sachen spielen, aber das kann ich daheim auf meiner Wii U auch spielen. Ja. Etwas, das einzige Neue, was es gibt, ist die neue NES Classic Mini-Konsole, die Ende November rauskommt, die ich auch vorbestellt habe, kann man dort schauen und wird dort hinten auch gespielt.
vielleicht auch sogar selber anlegen, aber das müssen wir zusammen noch abchecken. Ja, machen wir. Ja, also es wird zu Nintendo nicht wahnsinnig viel Neues, aber wir werden vielleicht noch ein bisschen die alte neue Konsole noch anspielen. Back to the Future. Back to the Future. Back to the Future. Ist ja zurück in die Zukunft, aber ist zurück in die Vergangenheit. Genau, zurück in die Vergangenheit. Genau, die alte Konsole neu erleben. Ja. Let's go! Alt ist neu und alt macht richtig Spass. Ja, definitiv. Die alte NES Classic Konsole haben wir nicht gespielt, wir haben selber gespielt. Super Mario Bros. Super Mario Bros, der alte Klassik. Ich war richtig scheiße, aber die Controller irgendwie verzögert reagiert. Ja. Ich hoffe, das kann sie bis zum Release noch fixen. Ich habe die Konsole vorgestellt. Gut, ich weiß nicht, ob es extra gemacht ist, weil es früher auch so war. Okay. Dass sie natürlich das extra so gemacht haben. Wir weiss es nicht. Ende November ist es, glaube ich, so weit kommt die Konsole aus. Ich habe sie vorbestellt mit zwei Controller und Niki. Hast du sie vorbestellt? Ja. Nein, das spielen nicht. Ja, natürlich. Oh, das ist ein Deal. Handshake. Handshake. Vielleicht gibt es irgendwann ein Video dazu, mal schauen. Ja. Aber es hat mir wirklich gefallen, das Konsole. Ich freue mich drauf und glaube, das ist von Nintendo mein Highlight von diesem Stand. Wieso? Gut, weiter geht's zum nächsten Stand. Let's go. Jetzt sind wir hier noch beim Merch anbelangt. Ihr seht, links, rechts, hinter uns, überall Merch. Was ist Merch? Merch von Schwertern von Animes. Jegliche Art. Nicht nur Schwerter, sondern einfach verschiedene Sachen. Links und rechts sehen wir jetzt bei uns einfach T-Shirts, Hüte, Capes, Masken, alles drum und dran. Ja, wenn wir jetzt so langsam durch das Ganze durchlaufen und hoffen, dass es keine grosse oder schlimme Kollision gibt, dass noch jemand stirbt, sehen wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz verschiedene Sachen. Einzig Nachteil bei dem ganzen Merch ist, er kostet arsch viel Geld. Das stimmt. Ja, aber wenn man natürlich arsch viel Geld hat, wie der Nick, ist das kein Problem, man kann sich das ganze Imperium mit Merch vollkaufen. Also wenn ihr das Geld habt und das, uns ein schönes Zimmer einrichten wollt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall vorbeikommen und Merch kaufen und den Merch auch geniessen. Wir sitzen hier an der Schweizer LAN, an der LAN-Party, wo ich und Niki letztes Jahr waren. Und was wird hier genau gemacht, Niki? Hauptsache zocken. Also, mehrheitlich gezockt und Turnier gemacht. Nehmen wir mitgemacht. Hier kann man über 4 Tage lang ein Pult mieten für irgendwie 80 Franken und kann Spiele spielen. Mit den anderen oder auch für sich allein, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Und das Jahr haben sich fast 1000 Leute versammelt. Es hat 1000 Plätze, aber es sind alle besetzt. Also denke ich, so vielleicht so 950 Leute sind hergekommen und spielen hier zusammen. Iu. Ein interessanter Fun-Fact ist übrigens, dass die Schweizer LAN in dieser Halle drin ist, wo Albert E-Games war. Und die ganze Fläche von der früheren E-Games ist jetzt mit Pult besetzt und darauf ist der Computer und Leute spielen. Das stimmt. Niki wollte nichts sagen, ja, ich muss alles sagen und Niki tut mir nur noch zustimmen. Niki ist nämlich langsam ein bisschen müde, nur ich bin richtig gehypt. Die wissen vielleicht auch warum, es gibt vielleicht so einen Ausschnitt in diesem Video, wo vielleicht ein bisschen darauf hinweisen. Du musst einfach mit M an und hört mit N auf. Nicht nur ein Ausschnitt, definitiv nicht nur ein Ausschnitt. Ein bisschen längeren Ausschnitt, aber ein guter Ausschnitt. Und kein Product Placement. Und kein Product Placement, weil wir bekommen nämlich gar kein Geld für das, was wir hier machen. Eben, Schweizer LAN, 4 Tage. Gamen mit Turnier, Spass haben. Das Jahr sind aber irgendwie Niki nicht da, weil wir irgendwie nicht so gehypt sind auf das. Und weil wir das letzte Mal irgendwie nicht so eine wahnsinnig gute oder übermässig befriedigende Erlebnisse hatten. Ja gut, aber wenn wir ein Turnier oder so mitmachen, wäre es schon geil. Aber ich meine, wenn man Donnerstag und Freitag muss werken muss so, oder frei nehmen und sowieso, wenn man am Arbeiten ist und dann will jeder auch frei nehmen, wird es einfach verdammt schwer und wir sind erst nur 2 Tage. Aber es ist sicher ein Erlebnis, das jeder mal machen sollte. Aber ich muss sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt jedes Jahr hierher gehen. Das stimmt, das Erlebnis ist auf jeden Fall und ja, denke, das Team der Schweizer LAN, schön siehst du aus. Dann kann man sich vorbei noch einen Schritt die Shot in die Kameralinse reinbeamen, weil es sieht schon ziemlich spektakulär, was da die Leute ganz machen. Das stimmt. Und weiter geht's.
Hey Niki, das ist doch riesig dahinter. Ja, natürlich. Es ist einfach Switzerland. Es ist Switzerland. Wir verbunden mit dir. E-Games, natürlich. Und die E-Games haben wir heute erlebt. Niki, was ist dein Highlight von diesen E-Games? Mein Highlight ist heute, ganz ehrlich, die Schwerter, die man kaufen kann. Und ich bin heute von einer guten Firma überzeugt worden, die ich in Zukunft werde kaufen. Okay, interessant. Hast du noch irgendetwas erlebt, das du möchtest erzählen? Was mich eher negativ gedacht hat, war der Cosplay-Contest. Heute waren irgendwie nur 8 Cosplayer da und man hat sie nicht so richtig kennt. Am Wii gibt es nicht, vielleicht nur eine Person. Und sie haben eigentlich letztes Jahr ein bisschen mehr Cosplayer gehabt, die man auch kennt. Das hat mich ein enttäuscht. Okay. Mein persönliches Highlight ist, das Wii zu erwarten, vielleicht hat man es im Video schon leicht gemerkt, ist ein Stand von der Medium und die Computer mit ihren Sachen dazu, hat mich einfach überzeugt. Sonst, als negativer Punkt, kann ich dir nochmal zustimmen, was dem Cosplay angeht. Wir haben es letztes Jahr gut durch, das war alles so ein bisschen kompakt gewesen. Man hat die Leute einen nach dem anderen gezeigt, hast den Überblick verschafft, gewinnst auszeichnet oder fertig. Jetzt ist es über 4 Tage verteilt, 4 Tage, 4 Preise und eine mega lange Show rundum. Wenn ich so gerne so langfertige Sachen, lieber kurz und knackig und geil. Das Problem ist halt, was sie es über 4 Tage machen. Die, die nur am Samstag oder nur am Sonntag Zeit haben, sehen nicht alle. Und die Leute wollen natürlich eben viel Cosplay sehen, weil Cosplay ist etwas Schönes. Machen Cosplay, wenn das könnt. Das ja. Ist einfach so. Ja. Und als ich als E-Games kann man sagen, meine Erwartungen sind nicht enttäuscht worden. Sind deine Erwartungen enttäuscht worden an die Messe? Es ist eigentlich nicht. Weil man kann sagen, die E-Games hat früher in dieser Halle der unten stattgefunden und sie ist etwa in der doppelt so grossen Halle. Und was speziell ist, Nintendo und Sony sind kleiner geworden, aber es hat viel mehr Stänge rund ums Gaming. Das muss nicht heißen, dass E-Games nur aus PlayStation und Nintendo muss bestehen, sondern das Gaming, Gaming, Games. Braucht es etwas dazu? Ein Computer, Maus, Tastatur und solche Sachen vertreten sie dieses Jahr. Mit VR und dem ganzen Zeug. Das ist hure geil. Und das freut mich, dass die E-Games so ist gewachsen. Das Mal bin ich ja ein bisschen enttäuscht gewesen. Letztes Jahr, weil es ein bisschen geschrumpft ist. Aber die Blume ist gegossen worden und die Blume ist aufgeblüht. Und es hat mir richtig gefallen. Ich hoffe, Niki, nächstes Jahr wird es noch besser und noch geiler. Aber dann müssen wir fast 4 Tage da sein. Ja. Weil wir haben es schon heute kaum geschafft, die ganze Messe zu bewältigen. Ja, wenn sie grösser wird, müssen wir natürlich länger da sein. Ja, oder müssen wir uns 2 teilen. Also, die Messe E-Games 2016 ist gelaufen. Niki, merci, bist du dabei gewesen. Merci übrigens auch an den Kameramann. Ja. Und wir gehen jetzt heim und bestellen ein Medium-Produkt vor. Ja, danke vielmals an den Kameramann. Er hat wirklich eine Top-Arbeit geleistet heute. Merci vielmals, ade. Thank you.